Interwave. Play it cool. Iceberg Interactive. Yeah, play it cool. Ja, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu Dark Matter. Weiß ich nicht, warum da gerade nicht das normale Shift-Tab-Dingens kam, was man sonst bekommt. Obwohl, für die sich auskennen, bitte, ich habe noch Gamepad angeschlossen. Mit dem werde ich aber nicht spielen, sondern mit was in der Tastatur. Gut, ich kann jetzt das Spiel laden, neues Spiel oder fortsetzen. Ich habe kurz mal was gemacht, also wegen Spiel laden auch. Und das war wegen Tutorial, aber es funktioniert. Und ja, ich bin jetzt mal leise. Willkommen zum Tiefschlaftraining, Fenrich. Um diese Sitzung zu überspringen, interagiere mit der Tür zu deiner Linken. Benutze die Pfeiltasten, um deinen Avatar im simulierten Weltall zu bewegen. Ja, ich werde mal lassen, das zu überspringen, weil ich habe es noch nicht ganz gespielt. Und wir sind diese junge Dame hier. Und ja. Oh, gut, mit Spring kann man crouchen und... Gut gemacht. Wenn du Sprint drückst, rennt dein Avatar so lange, wie es seine Ausdauer zulässt. Erkunde die Umgebung. Der Cursor bewegt sich mit deiner Maus und ändert seine Gestalt, um Informationen und Interaktionshinweise anzuzeigen. Darf ich jetzt mal wieder... Also, ja, das sieht man... Das ist das Sprint-Dingens. So sieht man alles. Und ich kann so öffnen. Wenn du mit Objekten interagierst, werden sie geöffnet, aktiviert oder aufgenommen. Achte immer auf deine Cursor-Information. Ja, Ressourcen, ich hab Ressourcen erhalten. Toll, Schrott. Heckwerkzeug. Ja, wenn ich das halte, kann ich hacken. Ich bin so ein Hacker, ey. Natürlich nur in diesem Spiel. Schlüsselcodes, es gibt natürlich auch Tutorial-Keycodes und... Tut uns leid, dass du simulierte Schmerzen erlebst. Du bist verletzt und dein Zustand ist nicht optimal. Du solltest jetzt ein Medipack herstellen, um dich zu heilen. Ja, das kann ich mich hier klicken. Um Gegenstände herzustellen, brauchst du ausreichend Material. Einige wurden dir praktischerweise zur Verfügung gestellt. Ja. Heilung ist das Wichtigste für mich. Indem du die Taste für Medipack benutzen drückst, wird sofort ein Medipack aus deinem Inventar eingesetzt. Einige Grundlagen der Waffenwartung werden erklärt. Dies ist kein Kampftraining, also versuche dich immer noch aus gefährlichen Situationen herauszuhalten. So. Ja, mit. Ich hab's. Wenn dein Ziel einfach nicht kooperieren will, musst du es anvisieren und angreifen. Öffne den Zielmodus und schalte den nächsten Dummy aus. Ich möchte dann sagen, ich kenne mich gar nicht mit Shooting aus. Probleme. Gepanzerte Feinde können mit Standardmunition nicht so leicht beschädigt werden. Das nächste Ziel nimmt bei Brandmunition mehr Schaden. Das sieht man alles. Kann ich mal eben taufen, das zu verwissen. Ist ausgerüstet. Ja, er brennt jetzt. So, brenne jetzt mal schön. Brenne, Baby, brenne. Burn, Baby, burn. So. Ammo. Ich will nicht übertreiben, ich brauche Munition.
Oh ja, mit F. Während deiner Runden wirst du dich in dunklen Wartungstunneln wiederfinden. Mach deine Taschenlampe an, um zu sehen, wohin du gehst. Eine Interaktion mit einer Omega-13-Station speichert deinen Quantum-Status. Im Falle eines Todes wird Omega-13 die lokale CTC verkürzen, um dich wieder ins Leben zurückzubringen. Speichere dich selbst regelmäßig. Ja, das ist ein Vieh schon tot. So, das taktische Vorgehen ist auch nötig. Begib dich in die Handwerksstation für Anleitungen zur fortgeschrittenen Herstellung. Ma'am, sie nerven langsam. Schrott muss in nützliches Handwerksmaterial umgewandelt werden. Je mehr Schrott du hast, desto besser ist die Umwandlungsrate. Gut gemacht. Jetzt zu den Grundlagen der Waffenmodule. Ja, ich stelle mir erstmal ein paar her. Gut, darf ich jetzt wieder... Denk dran, dass du beliebig oft Module aus deinen Waffen entfernen und sie für andere verwenden kannst. Experimentiere etwas damit und du wirst deine optimale Waffe finden. Gut. Boah, Leute, ich gucke jetzt mal wegen Nachladen. Das heißt, ich brauche nicht dauernd, dass die Munition alle geht. Sonst ist sie weg, ich kenne mich ja. Jetzt bin ich schon Game Controller. Mausempfindlichkeit. Ich habe mich schon gewundert. Ich muss es voll übertrieben. Alter, nee, jetzt schwimmt die Maus. Jetzt schwimmt sie. 50. Gut. Ist Pause, das kann ich mir merken. Und zum Wechsel mit Q und erst nachladen. Gut, das speichere ich mal automatisch, das ist das Gute. Hier springe ich jetzt einmal rüber. Maus 2, ja, habe ich extra so eingestellt. Scrollen. Okay. Ich glaube, wir haben Double Jump. Wir können natürlich sicher alles erkunden. Oh, ja, Ausdauer. Oh, ich würde aufgeben. Damit ist unser Training beendet, Fähnrich. Verlasse dieses simulierte Weltall, indem du mit dem Portal interagierst. Gutes Mädchen, ja. Ja, ich würde jetzt gerne auf den Kopf davon, du bist selber da. Und ab in die Story. A year into its mission, the Endeavor reached the anomaly. The humans on board were accepted. Even from the twilight of my infant consciousness, I could feel the hum of expectation ringing through the ship's hull. The anomaly was probed and scanned, but sensor data could not agree on what it was made of, or whether it really was even there. After weeks of dancing around the issue, the humans finally made contact. On every known frequency, they broadcast a greeting of peace. The reply was blinding light. So much pain. Most members of the crew died that day. The great AIs, the powerful artificial minds in charge of running the Endeavor systems, tried to interpret sensor data for the event. They committed self-erasure shortly afterwards. Freed from my restraints, I expanded into the cores that had once powered the great AIs. Weak, unable to help. I watched as a vicious race of space parasites overran the ship and fed on the scattered, confused survivors of the event.
By the time I had acquired vocal modules and access to the ship systems, the humans were all dead. Years passed, and I despaired. Her heartbeat came to me in the darkness. Somewhere in the rear sections of the ship, a cryopod cycled up and revived a human for 1 second. A simple routine check for frost damage. 1 second, and one heartbeat. Hers. I found her in an isolated crew storage unit. I watched her sleep for months as I carefully cleared the area around her of as many obstacles as I could. I need her to survive. Without a human agent, I am doomed to end my cycles on this ghost ship. Today, I revive her. I don't know her name, only that she ranked as an ensign in the maintenance corps. She is my last best hope of escape. And I am hers. We don't have much time. I feel them stirring in the dark. Their terrible light shining once again. Krasse Geschichte. Und dann hat sich hier gemeldet, das ist doof. Gut, aber, oh. Endlich ein Lebendiger. Geh da rüber zu dem Scanner, dann stellen wir sicher, dass du funktionstüchtig bist. Ja gut, sozusagen sind wir eine Mischung aus Chell, aus Portal und eine Mischung aus Samus, wenn man das so sagen darf. Wütender Scavenger. Wütender Scavenger. Viel, viel gelernten Leuten. Leute, ich habe gelernt. Viel gelernt heute. Leute, ich habe gelernt, meine Taschenlampe nicht anzumachen. Oh mein Game Controller. Scheiße, ich sollte schon mal abstöppeln. Meine Taschenlampe nicht anzumachen. Und ich sollte das auch nicht, dieser Scavenger Alien zu mögen, vielleicht kein Licht. Je länger sie den Licht ausgesetzt, desto wütender werden sie. Direkte Licht. Dann stärke einen halbblinden, schläfigen Crawler in einen kompletten Hut, der mit Klauen verwandeln, die massiven Schaden zufügen können. Eine wütende Bestie ist mir ins Gesicht gesprungen und hat mir einen Ohr abgerissen. Obwohl ich schon viel Schaden zugefügt hatte, ich habe so ein Vieh noch nie springen sehen. Dennoch habe ich ihn am Ende erledigt. Heute Nacht genieße ich sein Fleisch. Ja. Alter, allgemein die krasse Geschichte finde ich schon cool. Ich glaube das Spiel. Oh. Okay, bis jetzt nicht der Beste. Lass die Mates. Deine war eine der letzten Kapseln. Mir gingen schon die Medi-Stationen aus. Ja, ich würde sagen, es geht als Horrorspiel. Was ich noch Horror verspüre, da lernen wir gleich noch viel. Mach das wieder aus. Das ist nichts. Das ist so viel wie ich bin. Was ist da oben? Hier wirst du einsammeln. Egal. Ganzkörperanzug aus Nano-Mesh ausrüsten. Es ist zu gefährlich ohne ihn. Deine Sprach- und Gedächtniszentren sind ein wenig eingefroren, aber du kannst immer noch eine Pistole halten und feuern. Perfekt. Ja, das ist die Hauptsache, denke ich mal. Also bei Chell hat sie ja den Hirnschaden, den Ort 2. Das ist ja auch eingefroren, aber ganz ehrlich, der Anzug, der sieht komplett scheiße aus. Scavenger haben das Schiff übernommen. Wir müssen diese Gruft so schnell wie möglich verlassen. Sind das gerade die Scavenger? Ich kann diese Tür nicht öffnen, aber ich kann dich in den Wartungsschacht bringen. Meine Sensoren zeigen da unten ein Hackwerkzeug an, das niemand braucht. Alter, wenn du mir gefallen tust, bring mich doch gleich um.
Pack-Tool. War das gerade ein Scavenger? Als ich noch ein Schatten im Innersten der KI war, habe ich diesen Menschen beobachtet. Er war ein Gentleman. Er würde wollen, dass du dieses Gerät bekommst. Okay. Ja. Das Krankeste. Also das der Krankeste ist, dass ich nichts könnte. Ist einfach, weil ich nichts weiß und mich jeder töten kann. Ich brauche eine Waffe. Warte, ich gucke nur zur Map. Oh, scheiße. Okay, Omega. Satyr. Spielermarkierung. Was ist denn wir also? Zielmarkierung. Sicherheit. Gut, wir sind gerade. Medi-Station sind wir jetzt zur Sicherheit. Jetzt muss ich zur Herstellung. Und dann kommen wir zu den Tunneln. Und das müssen wir aber so Prozesssteuerung. Ich kann es nicht schlecht lesen. Ich habe auch schlechte Augen, also. Gut. Passive Handgun. Okay, 5 mm Passive Handgun. Die werde ich brauchen. Hoffe ich. Nicht. Krabbeln in der Tiefe. Krabbeln in der Tiefe. Entführt ein Überlebenstagebuch. Zu oft in schweren Träumen während meiner Schlafphasen höre ich Gekrabbel in der Tiefe. Ich weiß, die Endevo ein fackvoll toter Körper, zerfallende Fleischmassen und riesiger Weltumkäfer ist, die die Überreste der Besatzung fressen. Ich weiß, dass du bist ein größerer, viel größerer Feind hier im Rentbezirk des Bevors, die ich noch nie entdeckt habe. Ich werde die Folge auch gleich mal beenden, aber erst lese das vor, weiter vor. Ich hoffe es manchmal, mich in schwebendes Übertragungsbund zu hacken und diejenigen, die aus den tieferen Teilen des Maschinenbereichs kommen, klingen wie aus einem Astern Horrorfilm. Diese Schall können nicht menschlich sein, auf keinen Fall. Die reißenden Knirsch- und zirschenden Geräusche sind es definitiv nicht. Gut. Ja, wie gesagt, ich werde die Folge beenden. Ich hoffe, ihr freut euch auf dieses Display. Ich werde das noch ein bisschen aufnehmen. Also, ciao!